Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Wir sind jetzt gerade noch im Ladebildschirm, aus dem einfachen Grund, dass gleich noch ein Telefonat reinkommt, das ich nicht verpassen will. Letztes Mal haben wir was über den Typen, der Zeugenaussage gegen uns starten will, herausgefunden. Und wollen jetzt wohl ins Gefängnis einbrechen und den Typen holen. Oder so. So, jetzt müsste gleich das Telefonat kommen. Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort. Zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. So, Performance-Patch kam noch immer keiner. Nach mittlerweile fast einer Woche Release. Das ist ganz schön frech, ich hasse das. Ich kann es nicht leiden, einfach ein unfertiges Spiel rauszubringen. Es war am 14. August 2003 in New York, als ein einzelner Hacker die gesamte Ostküste lahmlegte. Er hackte ein frühes CTOS-Netzwerksystem. Jedenfalls, erst ein Spiel rausbringen, das dann nicht einmal fertig ist. Wir haben lang genug auf das Spiel gewartet, damit solche Sachen ausgeschlossen werden können. Auf jeden Fall, über ein halbes Jahr. Ich weiß nicht, alle haben das Problem, aber... Naja. Hoppla. Nicht alle haben das Problem, aber anscheinend doch genug, dass sich Ubisoft zu Wort meldet und das bemerkt. Das ist absolut frech. Auf Konsolen scheint es zumindest halbwegs zu funktionieren, wobei ich glaube, dass auf der PS4 anfangs auch Probleme waren. Das verstehe ich nicht. Das fehlt mir das Verständnis dafür. Gerade bei einem Spiel, das so heftig erwartet wurde. Wo natürlich eine gewisse Erwartungshaltung da war, die natürlich nie eingehalten werden kann. Ist auch absolut okay und so weiter, aber dann noch ein fehlerhaftes Spiel. Da fehlt so ein bisschen das Verständnis für. So, auf geht's. Die exklusiven Aufträge habe ich mir entschieden übrigens mal extra zu machen. Hast du eine neue Frisur? Alles, ja. Ich habe gar nicht. Ich glaube, Sehenswürdigkeit stand mit niemandem. Ich habe überhaupt kein Leben mehr. Gar nicht lustig. Ich war seit Ewigkeit nicht im Kino. Bestätigen und so weiter. So, Mission starten. So, was ist das jetzt? Halen Correctional Center. Oh. Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Blooms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Blum recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Halt! Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Los! Sag Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen. Oh, die Käppi sehen echt nicht gut aus. Eben. Naja, eigentlich schon, aber... Smith! Okay, wir sind im Knast. Umsehen. Zwischen den Schulterblättern stecken. Ja, jetzt rein da.
kam 20 Minuten Prügel, Scheißkerl. Heul nicht rum. Okay. So, wir haben da zwei Typen. Gucken wir mal, dass wir die Leutchen zumindest. Die Kamera. Ich sehe nichts. Okay, wir müssen da rein, quasi. Dann gehen wir mal zu dem Typen. Gibt's hier nicht irgendwo eine verkackte normale Kamera? Schwachstelle? Ja, da kann ich nicht hin. Da ist eine Kamera. Aber den Typen habe ich zumindest schon. Runter will ich jetzt nicht. Ich will da nach hinten gucken. Dahin. Kamera. Da will ich hin. Ciao. Ich bin drin. Ja, offensichtlich. Oh, ich hätte mich... Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinchecken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein, wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken. Krieg ich dich nicht raus? Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann. Okay, ich muss jetzt da runter. Sehe ich das? Richtig. So, erstmal hier hin. Huh! Dann dahin. Huh! Der ist unter mir, ja. Mal so. Guck da nochmal rein, ob da was ist. Ne, da ist gar nichts sonst. Okay. Huhu! Ach du Scheiße. Geht der runter? Nee. Nee, geht da nicht. Okay. Ach, ja, lol. So. Eigentlich brauche ich nur Angst haben vor dem Typen da. Okay. Das heißt, wenn der Typ weg ist, da... Gehe ich da... Kann ich da vielleicht rein? Irgendwie? Kamera oder so? Nee. Ah, ich muss da was besorgen. Okay. Das ist sowieso Quatsch. So, Kumpel. Jetzt zieht er mich noch, jetzt sieht er mich nicht mehr. Ja. Oh. Puh. So, und rein. Schau dir, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Darüber? Warum habe ich denn da hier dann Aufzüge? Von Angebern und Prahlern. Wir befinden uns an einem Scheideweg. Ein Weg führt in den wirtschaftlichen und sozialen Ruin. Auf dem anderen läuten sie mit mir ein neues Zeitalter für Chicago ein. Oh, kommt er da zu mir? Geh mal hier hin. Ich will aber auch nicht da nach außen. Ganz sicher nicht. Okay. Der wird jetzt da eine Kurve machen. Schätze ich mal. Okay. Go, go, go. Mann! Okay, wenigstens da. Doch, ich hasse so Stealth-Passagen. Das ist so was Nerviges. Warum stehen da so viele Leute drauf? Naja gut, ich kann es schon verstehen irgendwo. Aber ganz ehrlich, das muss nicht unbedingt sein. Kann ich den nicht einfach ausnocken? Und hier hin. Hier so um die Ecke. Ach Gott, da komme ich nie hin. Jetzt sind die Typen auch nicht mehr markiert.
Obwohl ich mit dem seine Waffe schon ganz gern absnacken wird. Warten wir mal ganz kurz, er kommt jetzt nochmal daher. Und dann, ich hätte jetzt locker reingehen können, ne? So, daher. Dann geht er darüber. Jetzt schau daher. Das ist doch auch irgendwo abhängig von der Kopfposition. Wo die hingucken gerade auch und so. Oh, da muss ich hin, okay. Scheiße, Mann. Totale Scheiße. So, hier ist nix. Gleich zu dem weiter. Auch da muss ich hin. Irgendwas entriegeln. Okay, so, oh lol. Aha, da geht ein Timer los. So, so, dann bin ich hier. Ich muss aber von der anderen Seite auch noch so. So. Wenn ich mich nicht irre, hatte der Typ seinen eigenen Picasso im Gesicht. Den Typ mit. Tätowierungen dann wohl? Er ist irgendwo hier oben. Die haben alle nix mit dem hier. Ne. 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 Ach, da kann ich gar nicht hin. Hier haben wir eine Kamera. Ne. Die sehen alle normal aus. Hier auch. Auch. Ah, cool. Unser Gefangenentransport schlug fehl. Also bist du Plan B. Und was sollen wir für euch tun? Was immer es braucht, damit der Kerl redet. Alles klar. Lol. Okay. Mal hier auf die Kamera. Hallo. Da ist er ja. Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Okay. Verdammt, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Also, das ist ein Problem. Die Wachen haben den Kerl geholt. Fuck, Keller, die sind im Keller. Ja, jetzt habe ich wieder nicht... Mann. Ich habe das eine Tor nicht aufmachen können, was da noch zu entriegeln war. Das wird wahrscheinlich das Tor sein. Ach, komm schon! Hier kann ich auch nichts machen. Ecke. Die Kurve. Hier hin? Der sieht mich. Sieht er mich? Oh, ich muss aufpassen. Komm da. So kriege ich das nicht auf. Ja, was ist jetzt? Es hilft mir nichts, dass der da steht. Der andere muss daherkommen. Ja, super. Hilft wieder nichts. Ich komme so zu dem hin. Nein. Und riegeln. Schnell dahin. Ja, und jetzt kurz drauf warten, dass der Typ da weggeht. Und der Typ mich nicht sieht. Hm.
Alles cool. Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen. Und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst. Pass auf. Ah, okay. Alles gut. Ja, so eine... Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Lass mal das hier. Dann will ich nicht ganz sehen, was... Das war kein Ding. Wir wurden gerufen, Mann. Wie komme ich zu einer Waffe? Da ist eine Waffe. Eine Shotgun. Bitte, Shotgun, weiß ich nicht, ob ich da... Naja, du hast keine Chance mehr! Okay. Er feuert nicht mehr, ich glaube. Bin unter Beschuss! Beamter verletzt! Da schießt einer! Schüsse! Los, die Welt nicht auf, Mann! Steht euch vor! Nehmt die Flanken! Bewegung! So war das nicht gedacht! Geht nicht am Boden! Wo bleibt die Verstärkung? Ich brauch Verstärkung jetzt! Ich hab Druck! Wo ist der? Aus der Schusslinie! Oh ja, ist schon ihr was. Geh wieder in Deckung! Komm raus! Oh verdammt, oh Gott, oh komm Gott! Raus, komm die raus. Sind alle... Oh fuck. Zeig das Arschloch, du Durchlöcher! Ja, Panzer. Und ich muss ein Stück weiter. Helft mir mal! Das ist dumm, das ist gut. Alter, wie viel haltet der aus? Endlich. Oh, da kommen noch welche. Achtung, Schüsse! Okay. So, erstmal ein paar Waffen einsammeln. Das ist wichtig. Ich habe das Geld. Okay, so. Ist hier irgendwas noch? Da kann ich irgendwas machen. Okay, da ist ein Fahrstuhl. Da kann ich was mit. Ja. Alle Munitionstypen voll. Okay, ich habe alles anscheinend. Alles gut. Ja, okay. Irgendjemand! Ruhig. Du bist hier? Wie bist du reingekommen? Es war eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse
Die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Na, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst. Oder an die mit ihm. Ich stehe auf das. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, sind dran. Schau, erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. Ja, jetzt kann ich. Okay, jetzt geben wir sie voll die guten Waffen oder so. Ach, wir haben uns aber wieder umgezogen. Ah, okay. Ja gut. Achtung an alle Einheiten. Wir müssen da raus. Der Verdächtige wurde gesichtet. Ja, da ist ein Bullen vor der Tür. Mit aber anders raus? Hier? Hier? Nö. Überall nicht. Nur hier. Mhm. Ja. Super. Hier ist sicher was. Ah, hier kann ich rein. Okay. Das heißt, ich muss... Okay, ich habe ja was Neues. Okay, so. Und Leute, habt ihr für Rushmore gestimmt? Wenn ja, sorry, meine Schuld. An alle Einheiten, die Luftunterstützung ist gleich da. Haltet durch. Sofort! Stopp! Sonst schießen wir! Ein Hochleitungswagen hat die Verfolgung bereits aufgenommen. Waffe! Nicht unterstützt, sondern klartig. Gott, sogar ich hab für ihn gestimmt. Go, weg. Oh, da kann ich springen. Hier spricht die Polizei. Fahren Sie sofort ran. Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Hochleistungswagen? So, mal vor der Polizei irgendwie abhauen. Gott, der Helikopter ist nicht dabei. Fahren Sie sofort rechts ran. Entschnapp ich mir. Und ich habe auch nicht den schnellsten Wagen. Verstanden. Aber die Mission war eigentlich ganz cool. Sowas sieht man nicht unbedingt jedes Spiel, in jedem Spiel. Ich überlege gerade, wo ich das letzte Mal hatte. So. Gab es in Mafia so eine Mission? Ich bilde mir ein. Wir checken ein paar Nebenstraßen. Dafür war auch ein gutes Spiel. Der erste Teil war zumindest gut. Der zweite Teil, ich weiß nicht, war wahrscheinlich gar nicht schlecht. Aber jetzt nichts, was so hängen geblieben ist. Der Plan hat echt funktioniert. Meine Identität ist sicher. Jetzt zu Linas Mördern. Ich will den Verantwortlichen. Demian schwafelte von einem zweiten Hacker. Jemand, der auch im Mello war. Ich muss herausfinden, was Damien weiß. So. Gefühlsmäßig sollten wir mittlerweile alles eine Viertelstunde wieder haben. Wieder eine Folge zusammen. Familienmensch. Oh ja, Punkte wieder. Sehr cool. Aiden, das war ein sehr unschönes Treffen. Immerhin lebst du. Wir waren mal Freunde. Ich hab dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker. Bist du das in den Nachrichten? Der Rächer? Du erwähntest deinen zweiten Hacker bei Melojo.
Aber wir wussten schon, dass es noch einen gab. Du hast also was Neues. Ah, spannend, oder? Komm, triff mich und ich erklär's. Erzähl's mir. Dann treffen wir uns vielleicht. Oh nein. Meine Information, meine Regeln. Außerdem müssen wir das letzte Mal wieder gut machen. Ich bin aufgeregt, Aiden. Komm bald. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Damien hieß er? Ich glaube Damien. Dass Damien irgendwas, naja gut, nicht unbedingt zu den vertrauenswürdigsten Personen. Alter, ohne Witz, ich vertraue keinem von denen da bisher. Jordi ist so ein Typ, der, wenn man die Kohle dafür hat, ist der sicher gegen mich. Fehlerhafte Ampelanlagen, die schuld an einer Reihe von Unfällen sein. Bad Boy ist mir ein bisschen suspekt, wobei von denen ist das noch die vertrauenswürdigste Person, würde ich sagen. Weil, eventuell aber auch nur, weil wir recht wenig über sie wissen noch. Und Damien hat uns ja schon mal da in die Scheiße geritten. Also ich weiß nicht. Und anscheinend ist er auch ein bisschen pissig auf uns. Also wir werden sehen. Aber heute nicht mehr. Aha. Heute nicht mehr. Das werden wir das nächste Mal sehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und Abend. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Wenn euch das Video gefällt, dann liked es doch. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert doch. Würde mich auf jeden Fall freuen, ein bisschen Feedback zu kriegen. Ciao.